Hallo ihr Lieben zu Hause, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Benjamin. Heute geht es um Orgeln. Deswegen sind wir auch in einer Kirche und ich meine drei Kirchengäste jetzt erstmal, später gehen wir ins Studio, sind Luzi, dann haben wir hier Marlene und Jakob. Genau, sag mal Marlene, kennst du Orgeln bereits? Schon, ne? Aus der Kirche. Gehst du regelmäßig in Gottesdienst? Aber du weißt, wie eine Orgel klingt? Ja. Und du? Hast du schon mal Orgel gespielt? Nee. Nee? Aber ich spiele Klavier. Also hast du Lust, vielleicht später mal auszuprobieren? Mhm. Mal gucken, ob das noch klappt. Luzi, du hattest schon mal ein Orgelerlebnis, habe ich gehört. Ja, also ich wollte schon mal beim Orgel schnuppern. Und da konnte ich aber noch nicht, weil da war ich zu klein und meine Füße haben noch nicht zu den Pedalen gereicht. Verstehe. Aber jetzt können wir ja mal gucken, ob es heute schon langt. Ja. Eben gerade habt ihr ja schon das Benjamin-Lied auf der Orgel gehört. Wer das gespielt hat, den stellen wir euch gleich vor. Erstmal hat der Benjamin noch was zu sagen. Die Orgel ist ein Musikinstrument, das man über Tasten spielt, sagt unser Musiklehrer. Der Klang wird von Pfeifen erzeugt, die durch einen Luftstrom angeblasen werden. Deshalb wird sie auch Pfeifenorgel genannt. So, jetzt wollen wir aber auch mal den Musikanten vorstellen, den Organisten. Matthias, vielen Dank. Klang sehr schön, oder? Dankeschön. Habt ihr Fragen an Matthias schon, oder? Man steht ja nicht jeden Tag an so einer Orgel. Erzählt mal. Wann hast du denn damit angefangen, Orgel zu spielen? Ich habe angefangen 2010, also jetzt vor 8 Jahren. Aber hast du tatsächlich vorher Klavier gespielt? Ich habe vorher Klavier gespielt, genau. Ungefähr 6 Jahre, meine ich, habe ich davor Klavier gespielt, genau. Verstehe. Also das heißt, Luzi, du hast auch Klavier gespielt vorher die ganze Zeit? Ja. Okay. Vielleicht, ja. Was braucht man denn dafür, um Organist zu werden? Naja, man muss halt mit den Füßen auf die Pedale runterkommen. Man kann die Bank zwar verstellen von der Höhe her, aber es muss halt doch eine gewisse Größe braucht man schon dafür. Und, man hat ja so eine Orgel nicht zu Hause. Nee, klar, da muss man in die Kirche zum Üben. Das heißt, man braucht auch gute Connections zur Kirche. Genau, ja, das wäre nicht schlecht, genau. Aber normalerweise gibt es da keine Probleme. Also da, ich hatte nie ein Problem, in die Kirche zu können zum Üben oder sowas. Ja. Marlene, hast du eine Frage? Ja, ob jede Taste für eine Orgelpfeife? Nicht ganz, nee. Also so, ihr seht ja, hier gibt es die Register. Das sind die Register, die Registerzüge. Hinter jedem Zug, das hier heißt zum Beispiel Klarinette, das hört sich so ähnlich an wie eine Klarinette, da ist eine ganze Pfeifenreihe, wo einmal diese ganzen Pfeifen zu jeder Taste eine Pfeife dasteht. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wenn ich jetzt dieses Register nehme, das Cornetino, dann habe ich nur die gleichen Tasten und auch für jede Taste gibt es eine Pfeife. Also es gibt nicht für jede Taste eine Pfeife, sondern für jede Taste mehrere Pfeifen. Ah, okay, spannend. Jakob, hast du eine Frage? Ja, wie viele Register hat die Orgel? Die hier hat jetzt 26. Es gibt hier zwar 30 Registerzüge, da hat es aber noch ein paar andere Sachen dabei. Zum Beispiel das hier ist eine Koppel. Da kann ich hier das erste Manual, die Tastenreihen, die heißen Manuale, kann ich hier auf das Pedal koppeln. Genau, und dann gibt es hier noch was, das ist ein Tremulant. Da hört sich alles so ein bisschen an, da wird eine Luftschwingung eingebaut. Da hört sich dann alles so ein bisschen, der Ton so ein bisschen wackelig an, wenn man sich das jetzt mal anhört ohne den Tremulant. Und wieder mit, hört man den Unterschied. Schwingt so ein bisschen. Genau. Mehr. Wir wollten eigentlich wissen, warum es zwei Manuale, hast du gesagt, heißt das, ne? Genau. Gibt. Oder gibt es sogar manchmal mehr? Es gibt manchmal mehr. Also es gibt Orgeln, die haben 3, es gibt welche, die haben 4, 5. Oh wow. Ja, genau. Also 5 habe ich schon gesehen, mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber gibt es sicherlich auch. Genau, das ist einfach so. Man kann zum Beispiel, wenn ich hier was spiele, kann ich hier was ganz anderes einstellen als hier, von der Lautstärke, von der Klangfarbe. Und das ist einfach, dass ich wechseln kann während einem Stück und nicht jedes Mal die Register neu rausziehen muss. Und dann guck mal nach unten, das fand ich noch ganz spannend. Der Matthias hat nämlich vorhin noch seine Schuhe gewechselt, als genau. Er herkam. Warum, was hast du für andere Schuhe angezogen jetzt? Das ist so, ich brauche hier, ich kann zum Beispiel hier mit der Fußspitze spielen, ich kann aber auch mit der Ferse spielen. Und dass das funktioniert, brauche ich hier einen Absatz und ich brauche eine besondere Sohle, und zwar eine Sohle, mit der ich hier auf den
Pedalen hin und her rutschen kann. Deshalb ist das eine Raulädersohle. Wenn ich eine glatte Ledersohle hätte, dann würde sie zu sehr rutschen. Mit einer Gummisohle würden sie gar nicht rutschen. Deshalb habe ich hier ganz besondere Schuhe. Wie viele Pfeifen hat so eine Orgel? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele die hier hat, weil ich hier noch nie war. Aber das sind schon mehrere tausend meistens. Der Benjamin kann das ja auch vielleicht mal nachschlagen, wenn er Lust hat. Das ist ja immer so ein Fuchs. Aber jetzt, in der Zwischenzeit, hat Benjamin erstmal den Buchtipp für euch. Und wir hören jetzt von Matthias nochmal ein Stück. Das große Orgelfamilientreffen macht neugierig auf alles, was mit Pfeifenorgeln zu tun hat. Es enthält 10 fantasievolle Geschichten mit schönen Bildern über die Vielfalt der Orgeln, ihre erstaunliche Technik und wie lange man auf ihnen spielen kann. Zu jeder Geschichte gibt es Fotos von Instrumenten und Texte, die die technischen und historischen Zusammenhänge für Kinder leicht verständlich erklären. Wir haben jetzt ein schönes Spiel vorbereitet, und zwar die Wasserflaschenorgel. Wir haben hier ganz viele Flaschen mit Wasser gefüllt in unterschiedlichen Farben, weil die immer einen Ton sozusagen bilden. Und wir müssen jetzt herausfinden, was für Töne das sind, weil wir wollen die Benjamin-Melodie nachspielen. Ich würde sagen, wir pusten da einfach mal rein und ordnen das dann nach Tonhöhe, okay? Mhm. Los geht's. Einfach mal pusten. Oder ist hoch. Und das hier? Habe ich gerade schon ausprobiert. Ich glaube, okay. Wir müssen mit dem Grünen anfangen. Mit dem Grünen. Genau. Mit dem Grünen müssen wir anfangen? Ja. Und was kommt bei dir? Das will, glaube ich, noch Benja. Nee, geht es so? Nee, das ist es nicht. Wir wissen das nicht. Also das Grüne muss irgendwo davor kommen noch. Muss irgendwo davor kommen? Weil hoch geht's nur noch. Da, da, da. Matthias, sing doch mal, wie geht das? Benjamin, Benjamin, komm aus deinem Käse raus. Jetzt brauchen wir ein bisschen Hilfe. Die gelbe und die grüne. Welche ist höher? Die. Dann kommen die zuerst. Dann die gelbe. Jetzt die gelbe und dann die rote, oder? Ja. Dann die rote? Ja. Die rote. Und dann? Dann, dann kommt ein Blau. Blau. Blau, rot, blau. Genau. Ja. Boah, okay, meine Güte, das war ganz schön schwer. Ich würde sagen, wir fangen an. Pust mal rein. Probier mal. Jakob. Boah, ja, habt ihr es erkannt? Super. Bravo! Sehr, sehr gut. Nicht schlecht. Boah, das war ganz schön anstrengend. Ich glaube, jetzt brauchen wir alle was zu essen. Ab in die Küche zu Birgit. Hallo, Lauren. Hallo, Birgit. Hallo, ihr zu Hause. Ja, was machen wir denn heute, Lauren? Wir machen Orgelpfeifen-Baguette. Genau. Also, das ist ein ganz normaler Brotteig. Den haben wir ja schon jetzt hier vorbereitet. Und ich teile uns das mal. Du kriegst einen Teil und ich. Aber so viel brauchen wir gar nicht, oder? Wie sehen Orgelpfeifen aus? Länglich. Mhm. Und ich glaube, die haben solche Löcher drin. Die haben Löcher drin, ja. Und wie lang sind die? Lang, dick, dünn. Dünn. Genau, weil dementsprechend kommt ja der Ton raus. Also, das heißt, wir dürfen jetzt lange, dicke, dünne Orgelpfeifen machen. Dazu nimmst du jetzt einfach was vom Teig ab. Vielleicht gebe ich dir doch jetzt hier auch die Schüssel rüber. Genau, dann geben wir es wieder rein. Und ich glaube, ich hole gleich ein Blech dazu. Ja? Das stellen wir uns mal hier drauf. So, ich habe jetzt schon eine lange. Ich bin auch gleich fertig. So, und ich schneide meine jetzt da unten jetzt mal einfach ein Eck weg. Okay. Sieht doch schon ein bisschen aus wie Orgelpfeife, oder? Ja. Ja. Mach noch ein kleines Loch rein. Und versuch das einfach mal aufs Blech zu legen. So. Genau. Na, jetzt bin ich mal gespannt.
Wie ist denn das, die Orgelpfeifen? Die langen und die dicken, gibt es hohe oder tiefe Töne, weißt du das? Hohe, glaube ich. Die ganz kleinen, die geben ganz, ganz hohe Töne. Das heißt, die großen und die dicken geben dann tiefe Töne. Genau. Super. So, jetzt mache ich eine schmale, dünne. Das gibt so einen mittleren Ton, oder? Ja. Genau. Und dann mache ich noch eine ganz kurze und eine ganz dünne. Das macht doch Spaß, oder? Ja. Man kann es auch zwischen den Händen einfach nehmen, so wie ich es jetzt mache, wenn es bei den Kleinen sind. Dann rollt man die, das gibt eine ganz kleine Süße. So, wir machen unser Blech voll und dann haben wir die Orgelpfeifen in den verschiedenen Längen, dicken, dünnen, hohe Töne, tiefe Töne. Dann bin ich mal gespannt, was das für eine Orgelmusik nachher gibt, gell? Also, ja. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben zu Hause, Achtung, ihr müsst jetzt mitraten. Wir kommen zu unserem Quiz. Ich fange gleich an mit der ersten Frage. Was darf bei einer klassischen Orgel nicht fehlen? A. Schallloch, B. Pfeifen, C. Rohrplättchen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Ohne die Pfeifen wäre es bei einer Orgel ziemlich leise. Da würde gar kein Ton rauskommen. Sondern da würden wir nur die Tastatur hören. Genau, da würde es nur ein bisschen klappern, den Wind würde man hören, aber Ton leider nicht. Verstehe. Zweite Frage, wann wurde die erste Orgel gebaut? A. Mittelalter, B. Vor Christus noch oder C. Vorgestern? Okay, ja, ihr habt euch alle an Luzi orientiert. Das stimmt leider nicht. War früher, war schon vor Christi Geburt. Die sahen zwar natürlich nicht so aus wie heute, aber etwas, was man als Orgel bezeichnen kann. Eine Wasserorgel war das schon im alten Ägypten. Okay, spannend. Dritte Frage, wo steht die größte Kirchenorgel in Europa? A. Deutschland, B. Liechtenstein, C. Großbritannien. Entscheidet euch bitte jetzt. Nee, das stimmt nicht ganz. Die steht hier bei uns in Deutschland, und zwar in Passau. Da könnt ihr mal anschauen, wie die aussieht. Die größte Orgel in Europa. Sehr schön. Frage Nummer 4. Die Pfeifen innerhalb eines Registers unterscheiden sich in Farbe, Klang, Tonhöhe. A, B oder C. Farbe, Klang, Tonhöhe. Es ist die Tonhöhe. Hat sich mal C jemand getraut, stimmt. Aber was anderes zu nehmen. Es ist die Tonhöhe. Ganz kurz, was ist denn ein Register? Kannst du uns das noch ganz kurz erklären? Ein Register, könnte man im Prinzip sagen, ist sowas wie eine Pfeifenfamilie. Also es gibt da eine ganze Reihe von Pfeifen, von groß bis klein, wie man hier zum Beispiel sieht. Die klingen eigentlich alle gleich und unterscheiden sich nur in der Tonhöhe. Wenn ihr überlegt, eure Eltern haben vielleicht auch ganz ähnliche Stimmen, euer Papa hat vielleicht eine tiefere Stimme als ihr, aber ihr gehört doch irgendwie alle zusammen, so ist das bei einem Register auch. Ah, interessant. Fünfte und letzte Frage, wie viel wiegt die schwerste Orgelpfeife der Welt? Boah. Über 1,6 Tonnen A, B, über 4 Tonnen, C, über 30 Kilogramm. A, B oder C? 1,6 Tonnen, 4 Tonnen oder 30 Kilogramm? Schaut mal, hier haben wir noch Vergleiche, was wie viel wiegt. Zum Beispiel dieses 1,6 Tonnen ein größeres Auto, die 4 Tonnen ein Elefant, 30 Kilogramm ein Kind. Vielleicht wiegt ja jemand von euch 30 Kilogramm, ich weiß es nicht. Was nicht denkt ihr? 29 Aber fast, also so schwer wie du oder schwerer? Wie ein Elefant, denkst du, Jakob? Mhm. Was denkt ihr anderen? Wie ein Auto? Ja, es ist das Auto, genau. Okay, ein Auto auf dem Orgelportal. Und apropos Orgelpfeifen, was ich euch noch erzählen wollte, und zwar die Oskar-Walker-Schule in Ludwigsburg ist bundesweit die einzige Fachschule für Orgelbauer. Und der Rainer, der hat diese für uns besucht. Wir schalten jetzt mal die Tafelorgel ein. Zuerst muss der Balg aufgehen. Auftrag war für uns, eine Holzpfeife herzustellen. Dazu haben wir ganz am Anfang uns einen Kern gesucht, der ist jetzt in dem Fall aus Eschenholz, und haben dann praktisch zuerst die hellen Wände, die man hier sieht, von rechts und links an den Kern geleimt.
sind in der Stimmkabine. Hier steht ein kleines Orgelchen, wo wir quasi simulieren, wie wir an einer großen Orgel halt stimmen würden. Man hat natürlich hauptsächlich mit dem Werkstoff Holz zu tun, aber auch mit Metall, mit Metallpfeifen oder Technik aus Metall. Und man hat neben dem auch zum Beispiel mit Filz viel zu tun oder mit Leder und lernt die Werkstoffe ein bisschen kennen und auch bearbeiten. Und musikalisch wird man natürlich auch ein bisschen gebildet, weil es ist ja auch wichtig, dass man sich dann mit den Organisten oder mit den Sachverständigen unterhalten kann auf einem Niveau, das ansprechend ist. So, ein bisschen. Wir befinden uns zwar hier in der Orgelbauwerkstatt, wo die Leute dann auch die Dinge ausprobieren können, wie jetzt hier im Moment ist ja das zweite Layer da und die machen jetzt eine neue Holzpfeife und können eben hier ausprobieren, wie die dann am besten klingt. Genau, und kann sie jetzt gerade mal kurz vorführen? Wunderbar. So, wir wollen jetzt ein bisschen was basteln. Orgelpfeifen brauchen auf jeden Fall immer Luft und haben so einen Schlitz. Und das wollen wir ein bisschen nachbasteln. Jeder nimmt sich mal hier so ein Blatt Papier. Das ist eine andere Farbe. Ja, schaut mal, wir haben hier eine Orgel, braucht ja immer Luft. Und die kann man hier mit einem Blasebalg durchdrücken. Und dann kommt hier ein Ton raus. Und so was ganz Ähnliches kann man auch mit Papier machen. Das ist nur sehr aufwendig, deshalb machen wir das heute nicht. Das hört sich dann so an. Also da kommt nur ein ganz leiser Ton raus, aber man kann hier, wie bei den anderen Pfeifen auch, je länger die Pfeife ist, desto tiefer wird der Ton. Wenn man hier wieder reinschiebt, dann wird er wieder höher. So, jetzt ist der Blasebalg abgefallen. So. Genau, da das aber ziemlich lange dauert, sowas zu bauen, fangen wir das hier mit Blatt machen wir Papier das hier ganz einfach. Einmal in der Mitte falten, dann mit Scheren. Mit der Schere hier so ein Schallloch reinschneiden sozusagen. So groß wie ihr wollt, keine Ahnung, ist egal. Es kommt auf jeden Fall was raus, gleich ein Ton. Ich bastel auch. Du machst rein. Mit? Genau. Okay. Habt ihr alle reingeschnitten? Ja. So, und jetzt nochmal die Außenseiten in die Mitte klappen. Und jetzt nehmt ihr das so in die Hand, haltet das zu und pustet rein. 1, 2, 3. Okay. Ja. Also wie ihr hört, ein wunderschönes Pfeifkonzert. Probiert es einfach mal zu Hause aus. Wir gehen weiter an den Bibelclip ab und wir pfeifen noch ein bisschen. David hütet die Ziegen und Schafe seines Vaters. Er spielt den ganzen Tag auf seiner Harfe und singt dazu. Die Tiere lieben es, ihm zuzuhören. Eines Tages kommt ein Reiter vorbei und spricht David an. Ich bin Jonathan, der Sohn des Königs, sagt er. Ich habe schon von weitem gehört, wie schön du auf deiner Harfe spielen kannst. Wie heißt du? Danach geht Jonathan nach Hause in den Palast und besucht seinen Vater. Doch der König Saul hört ihn nicht. Jonathan ist besorgt. Papa, ich habe einen wunderbaren Musiker kennengelernt. Er wird dir gefallen, sagt Jonathan. Doch der Vater schaut weiter düster vor sich hin. Da holt Jonathan David und erzählt ihm von seiner Sorge. Mein Vater ist so traurig. Er hat Angst, bald nicht mehr König zu sein. Im Palast angekommen ist Saul immer noch traurig. Er denkt immerzu daran, dass Gott sich einen anderen zum König ausgewählt hat als ihn. Und jetzt hat sein Sohn auch noch einen Harfenspieler angeschleppt. Saul fragt sich, ob er sich jemals an so etwas noch erfreuen kann. Die ersten Töne erreichen ihn, aber eigentlich will er sie gar nicht hören. Doch plötzlich wacht er auf. Davids Musik gefällt ihm und berührt ihn mitten im Herzen. Das freut den König. Jetzt ist er wieder so munter, dass er sogar Davids Lieder mitsingt. Gott ist mein Hirte. Er zeigt mir den richtigen Weg, wenn es mir schlecht geht. Mit der Musik vergisst Saul seine Sorgen. Er bittet David, öfter zu kommen
Und so geschieht es auch. Wir sind jetzt schon leider am Ende unserer Sendung, aber hey, jetzt gibt's wenigstens was zu essen für uns und ihr zu Hause. Ihr guckt erstmal jetzt nur zu und später könnt ihr das ja einfach mal nachkochen. Schön, dass du da warst, Matthias. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und hier ist unser Gebetswürfel. Wer würfelt? Ich. Dann mach mal. Gut. Marlene darf lesen. Miteinander wollen wir essen, dieses leckere Essen hier haben dabei nichts vergessen. Dir zu danken, Gott dafür. Amen. Amen. Guten Appetit. Ich würde sagen, jeder sucht sich mal was aus. Was möchtest du, Jakob? Das Größte, ist schon klar. Ihr bedient euch einfach. Ihr bekommt gleich den Benjamin nochmal, beziehungsweise die Preisfrage. Also fleißig mitmachen, es gibt tolle Gewinne. Und ich hoffe, ihr seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Wir alle sagen tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Meine Preisfrage an euch lautet heute: In welchem Land steht die größte Kirchenorgel in Europa? Schreibt mir so bald wie möglich und ihr könnt tolle Preise gewinnen. Tschüss.